Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Alex von Noobtown Gaming und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde The Division mit dem Silent. Hallo. Hallo. Hi, und wir sind hier immer noch im Kraftwerk unterwegs und gehen jetzt hier in die Schaltzentrale, Steuerraum. Genau. Guck mal, ob da so abgeht bei den Autos. Ah, hoffentlich kein Zeitlimit diesmal. Keine neue Station, ne? Let's do this. Aber auf jeden Fall Munition, das ist gut. Oh ja, sehr wichtig. Bestimmt müssen wir jetzt gegen den einen Spezi kämpfen. Ich glaube, da oben steht er schon. Oder auf jeden Fall steht da jemand. Hier sind Gegners. Nur noch 100 Meter. Wo sind die Gegners? Oh Gott, oh Gott. Er läuft einfach. Vorsicht. Ah, rechts. Ja, ich weiß. Ja. Ich kann mich selber Alter, was machst du da? Wie bist denn du da gestorben? Oh, von links ist ja einer. Von dir, da bist du gestorben. Nein, links steht einer. Achso, den habe ich nicht gesehen. Komm mal zu mir. Oder warte, ich kann dich so beleben. Bleib mal da. So, jetzt kannst du kommen. Oh, Nahkampf, okay. Alex. Sieg, Junge. Treiben uns hier ganz schön zurück, die Arschlöcher. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, nächster Down. Nee, da oben gut, dass hier direkt die Munition ist. Direkt mal auffüllen wieder. Ja, ich denke mal, da oben der Typ ist bestimmt der Boss, ne? Hm. Wie es aussieht, ja. Ihr seht irgendwie erschöpft aus, stimmt's? Nö. Na ja, Junge. Kommen wieder neue, so wie es scheint. Man kann den Typen immer noch nicht angreifen, ne? Der steht hinter so Plexiglas oder sowas. Ich mach ja mal überall die. Das Feuer an. Da hinten kommen Gegner und er geht nicht in Deckung. Nur noch 100 Meter. Hä, der Gegner kann hinter so einem Wäschekorb in Deckung gehen und ich nicht, oder was? Jo. Soll mal rauskommen. Feige Sau. Oh, der Mitte ist ein Goldener. Bei mir ist, ich bin tot. Ach, doch noch nicht. Ich würde dich gerade wiederbeleben kommen. Aber so gut wie. Alter, in der Mitte ist nicht nur ein Golden, in der Mitte sind 5 Golden oder so. Ja, da ist auf jeden Fall einiges los. Crit Bonus. Kannst du deinen Köpfer. Kannst du deinen Köpfer schon aufstellen? Ich hab keinen. Wie? Den hab ich nicht ausgerüstet. Oh, warum nicht? Ich hab diese Wand, die heilt. Irgendwas, was mir Leben gibt, halt. Ja, das kann ich machen. Ich weiß noch nicht, ob du jetzt im Radius warst. Nö. Granate! Wart nach! Angriff ist die beste Verteidigung, Junge. Boah. Gott sei Dank müssen die auch zwischendurch mal nachladen. Mhm. Hier hat auf jeden Fall einer was Blaues fallen lassen, das gefällt mir schon mal. Boah, ist schon wieder ein Goldener in der Mitte. Ich würde gerade den Loot holen gehen, aber. Den Goldenen ist mir das ein bisschen zu gefährlich. Bussi. Stirb! Wow! Eine geile Waffe habe ich auf jeden Fall gerade bekommen. Nicht genau gesehen, was es war, aber sie war gut. Schon mir nochmal neue Munition. Hm. Mit du. Das leichte Maschinengewehr ist echt geil. Hast du eins? Ich habe nämlich keins. 133 Schuss hat das einfach im Magazin. Das ist einfach geil. Man drückt einfach. Du musst einfach kaum nachladen. Das ist voll geil. Verzieht das denn viel?
Na, es geht. Gerade gegen diese Elite-Spackos. Ich habe jetzt einen komplett weggedrückt. Mit einem Magazin und den zweiten auch noch halb down. Das ist nicht schlecht. Das ist halt nur der Goldene da hinten zum Beispiel. Der ist ein bisschen weit weg. Und vor allen Dingen hier so über die Mauer kann man halt extrem geil schießen, ne? So wie ich das jetzt gerade mache, mit so einem LMG, ohne zu zielen. Mhm. So, jetzt hast du es aber bekommen. Du bist jetzt gerade geheilt und hast, glaube ich, auch kritischen Bonus. Dass alle Crits, die du machst. Ich habe gerade auch doppelt Schaden, mein Super da einge... Ja, hab ich gesehen. Das hält leider noch nicht lange. Nee, das ist 5 Sekunden gefühlt. 10. In real, glaube ich. So, den Steuerraum sichern. Ah, der kommt runter. Wie heißt der denn? Ja, ja, der Keller ist das. Die Timse. Ich hatte mal einen Kollegen von mir auf der Arbeit, der hieß Tim Keller. Bei uns auf der Arbeit hieß der Timse. Timse Keller. Okay. Oh. Hauptsache, der hat überhaupt keine Rüstung. Aber sondern, mega. Ja, ja, aber ist voll drauf. Also so ein Adidas Sportanzug. Ja. Voll der Typ, ey. Naja, aber diese One-on-One-Cross-Kämpfe sind eigentlich immer relativ langweilig. Weil der hält einfach nur viel aus. Halt nur Warterei, ne? Ja. Der hat noch nicht mal besonders voll die Special-Skills, dass er jetzt hier Geschütze aufstellt oder so. Zumindest bis jetzt nicht. Ich werfe da einfach mal alles hin. Gucken. Ja, ich drücke einfach ein ganzes Magazin in ihn rein. Der Brand. Das ist einfach alles reingeworfen. Oh ja. So, ich stell die Wand nochmal auf. Komm her, du Peniskopf. Oh, Best Burner. Ja, bald ist er schon down. Das Schild ist schon weg. Wow. Das Coole bei diesem Wandding, was ich habe, was heilt, der Cooldown ist echt schnell wieder ready. Das ist gut. Das ist bestimmt 30 Sekunden Cooldown oder so nur. Jawohl! Loot hat er auch fallen lassen. Wow. Mod. Bei mir hat er Risikohandschuhe, die sind aber gar nicht so gut. In der Nähe befindet sich ein abspielbares oben. Echo. Mhm, ein Echo. Ist hier angeblich. Stromgenerator stabilisiert. Tja, nichts hier. Ist explodiert und die Sirene jault nicht mehr. Also sieht es wohl ganz gut aus. Oh. Ein Team ist bereits unterwegs, um die Schäden zu beheben. Für sie gibt es nichts mehr zu tun. Wir können abziehen. Toll, jetzt dürfen wir abziehen. Und noch eine blaue Weste hier in der Kiste. Hast du die Lootkiste geöffnet? Ich schau mal gerade das Echo an. Sorgen meine Leute dafür, dass ihn keiner kriegt. Und bis dahin werden wir leben. Siehst du, was ist diese Larray? Ray Barrett. Ich gehe zurück zur Lexington. Haltet mit diesem Platz warm. Oder auch nicht. Wie ihr wollt. Tja, ich sag ja, das ist so eine krasse. Wie kommen wir denn hier raus, ohne jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen zu müssen? Das kann ich nicht sagen. Eine Ska-H Militärversion. Genau, ich guck mal gerade auch mal kurz nach, was ich so bekommen habe. Also, was haben wir denn? Erstmal ist anzumerken, wir haben hier einen lilanen Rucksack, habe ich an. Und eine lilane Mod. Was machst du da? Nix. Hier läuft voll der Shit im Hintergrund. Ja, ich weiß. Aber ich habe nichts getan. Ich habe echt nichts gemacht. Das Echo ging wieder an, wie es scheint. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich da reingelaufen bin. Aber mich erstmal anmotzen nachher, ey. Also, hier, lilaner Rucksack habe ich am Start. Den hatte ich gecraftet. Ich wollte das mal ausprobieren, wie das ist mit dem Craften. Oh, die Risikohandschuhe sind doch eigentlich gar nicht so schlecht. Rüst dich aus. Ich brauche nämlich sowieso noch so ein bisschen Elektronik-Skill, damit meine Waffen ihren Bonus bekommen. Ich habe nämlich hier, 372 Elektronik brauche ich dafür. Dann brauche ich ja noch 70 Elektronik. Das ist nicht gut. Ganze Menge, ne? Ja.
Ey, Mann, ich habe nur Scheiße bekommen, ey. Ich könnte das hier anziehen. Und den anderen dann erstmal eine Weile. Denn die Waffenboni, die sind nämlich gar nicht so schlecht. Ich habe hier wiederhergestellt, wenn sie ein Ziel mit dieser Waffe eliminieren, werden alle negativen Statuseffekte entfernt. Mit der einen Waffe, die habe ich aber gar nicht ausgerüstet. Dann habe ich noch eine andere hier. Mit dieser Waffe wird die kritische Trefferchance um 5% erhöht. Und mit der anderen, jede Tötung, die erfolgt, während ihre individuelle Fertigkeit aktiv ist, reduziert die Cooldown-Zeit für ihre anderen Fertigkeiten um 3%. Na gut, jede Tötung ist natürlich, naja, wie viele Leute tötet man schon, während diese individuelle Fertigkeit aktiv ist? Wahrscheinlich 2 oder so. So, wollen wir das vergleichen? Tja, ich habe eine geile MP5 bekommen. Dann schreck mal Morden. Finde ich eigentlich das hier wesentlich cooler, diese Waffe modifiziert ist. Bla bla bla. Ah, komm. Mach ich so. So, was haben wir hier? Behalte ich mal. Oh, eine Stufe 21 Weste. Hochleistungsweste. Die war hier in dem Ding. Ah, die hat sogar Tech. Dann kann ich ja hier wieder mal ein anderes Holster anziehen. Müsste gehen, oder? Oder doch nicht? Doch, 372 und... Ah, jetzt habe ich nicht genug Schaden. Schusswaffen. 330 Schusswaffen brauche ich dafür. Nope. Also meine, ich habe gerade umgerüstet. Die rüste ich auch nochmal um. Eine Skaha gefunden. Schusswaffen, wie kann ich das denn erreichen? Ich könnte die Weste anziehen, aber dann geht wieder der Tech-Bonus verloren. Aber dann habe ich da 309. Das reicht doch immer noch, oder? Ja, gut. Jetzt habe ich alle Boni aktiv. Sehr nice. Ach so, was ich auch nochmal sagen wollte hier, wenn man nämlich auf Charakter geht, in der Übersicht, also nicht im Inventar, nicht Übersicht, sondern Charakter, da kann man dann sehen, inwiefern sich das auswirkt. Also Schusswaffen steht jetzt zum Beispiel hier, 390 Schusswaffen-Skill, erhöht halt den Waffenschaden um 390%. Dann Ausdauer, da sieht man halt genau, wie hoch das alles ist. Und was eigentlich noch interessanter ist, sind die ganzen Sachen mit dieser hier kritische Trefferchance mit einem da zum Beispiel angezeigt und auch die Rüstung. Wo ist das denn mit der Rüstung? Reichweite, Nachladezeit. Das sind halt die ganzen Statuseffekte, die man so hat. Bonusschaden mit leichter LMG, Bonusschaden mit Präzisionsgewehren, Schaden für Elite, Lebenspunkte bei Tötung. Verbessert ihre Fähigkeiten. Ich will aber gucken, meine Rüstung. Lebenspunkte, Rüstung, genau. Hier steht nämlich 708 Rüstung, dämpft 21,5% Waffenschaden. Da kann man dann nämlich auch mal sehen, wenn man die Teile wechselt, die man so dabei hat, was anderes auswählt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier was auswähle, was 83 Rüstung statt 88 hat, kann man da sehen, wie viel Prozent das nämlich dann wirklich ausmacht. Und da, wie viel SPS hat deine Waffe? Wieso habe ich denn so wenig SPS auf einmal? 9000 und 9800. Ich glaube, das hat was damit zu tun, okay, dass ich... Ist erledigt. Dass ich gerade voll den Schusswaffenskill runtergemacht hatte. Der war vorher viel höher. Da war ich, glaube ich, bei 12.000 oder sowas. Warum, fragst du? Weil ich eine Waffe übrig hatte. Und die war gar nicht so schlecht. Dann hätte ich dir gefragt, ob du die haben möchtest, weil wir jetzt hier handeln können. Mhm. Aber wenn da eine höher ist, dann bringt's ja nichts. Ich habe hier sogar eine, die hat 12.000. Eine SMG. Die werde ich wahrscheinlich auch mal ausrüsten. Statt meinen P90.
P416. Dann baue ich noch schnell die Mods dran dafür. Mal schauen. Ach so, wenn man eine Waffe modifiziert, kann man sie nicht mehr teilen. Okay. Nip. Hä? Mal den ganzen Quatsch da dran machen. So, jetzt bin ich sogar bei 13.700 SPS. Ich auch vergessen, ey. Na toll, und ich brauche jetzt aber wieder mehr Tech. Wenn sie mit ein Ziel mit dieser Waffe eliminieren, werden alle negativen Statuseffekte entfernt. Das habe ich eben schon vorgelesen. Mhm. Gut. Liebe Leute, dann sind wir ein bisschen früher raus diesmal, aber so ist das normal. Es macht jetzt keinen Sinn, für 2 Minuten noch eine kleine Mission anzufangen. Deswegen würde ich sagen, war's das, oder? Wer ist denn dran? Ich glaube, du. Ja, also Leute, falls euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und einen Kommentar da. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und falls euch das hier alles so gefällt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Was ist denn da? Waffe aus. Lasst uns wieder ab. Also, lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr Bock habt, uns noch weiter zu verfolgen, was wir hier so machen. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao. Ciao.